Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Grounded hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Wochenende gekommen. Und dann würde ich sagen, starten wir dann. So, mal schnell gucken. Wir wollten ja heute mal in den Ameisenbau. Trockenes Gras, grobes Seil, zwei Sprösslinge. Fehlt uns trockenes Gras. Sind wir mutig. Suchen wir mal kurz trockenes Gras. Das zurück, das kommt dahin und das zurück. Ja, dann hat er genau gepasst. Dann legen wir uns mal hin zum Schrauben. So und schon geht's weiter. Na, das kann doch bloß eins bedeuten, sage ich doch. Mama Vogelspinne rennt wieder durchs Gemüse. So. Ach, trinken wir ruhig noch einen Schluck. So. Hä? Was sind das hier Teile? Ach, das werden die Dings sein. Na, Leuchtkäfer. Ich nenne sie ja Leuchtpopos. So, trocknen haben wir fertig. Oh, jetzt sind sie auch weg. Ach, da hinten fliegen noch welche. So, dann werden wir die Fackel mal runternehmen mit. Ich denke mal den Bogen. Oh, die Schippe brauchen wir erstmal nicht. Und dann werden wir mal in den Ameisenbau gehen, wie ich es euch versprochen hatte. Aber noch haben wir es nicht 6er. Ich habe mir angewöhnt, immer erst um 6er loszugehen. Komm ran hier. Ja, ist scheiße, wenn das Ohr juckt. Und da gerade die Kopfhörer drüber hängen. Oh, jetzt haben wir das 6er durch. Jetzt müssten wir eigentlich beruhigt laufen können. Also, laufen wir mal. So, ich weiß noch, der Eingang war hier hinten irgendwo. Na, wie wird nicht geknallt? Da ist er. Lasst mich doch mal durch hier. So. Jetzt muss ich überlegen, wo war das jetzt?
Hier schläft eine Ameise. Ja, und theoretisch müsste man gleich ein paar Steine mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind und die Chance haben. Kriegerin. Schwimmen wir da lang weiter. Weiß, dass irgendwo noch ein Loch war, wo ich reinfallen musste. Hier sind laut. Ah, hier ist das Loch. Da ist der Chip. Wir brauchen aber noch welche von diesen Ameiseneiern. Weil die müssen wir analysieren, weil wir, glaube ich, daraus Bomben basteln konnten. Die brauchen wir dann nämlich um, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber die brauchten wir, um in den Gaslabor reinzukommen. Hier schläft eine Ameise. Over there. Oh, hier ist noch ein Dings. Ist eine Ameise hier? Wenn die nämlich sehen, dass ich so eine Ameise klaue, oder so ein Ameisenei, dann bin ich nämlich angeschmiert. Dann kommen sie nämlich und wollen mich verhauen, töten. Junge, wie viele von den Dings sind hier? Was denn jetzt? Ah, scheiße, der hat sie sehen. Dann hauen wir mal lieber ab. Ach, die schläft noch. Die kringeln sich aber zusammen wie Spinnen. Ging es denn hier raus? Ach hier. Ich war schon auf dem rechten Weg. So. Da lang.
Genau, da liegt der Baseball. So. Und habt ihr gesehen, so schnell ging das jetzt bei den roten Ameisen. Aber ich weiß definitiv, dass das bei den anderen nicht mehr so einfach sein wird. Entschuldigung. Ja, stimmt, wir wollten ja noch da unten was analysieren. Hau mal ab, Ameise. Bad Bratwumst? Okay. Geiler Name für eine Sprengdings. Aber ich sehe gerade, die vergammeln fast. Ich wusste nicht, dass die Eier vergammeln. Jetzt muss ich ganz schön rauskriegen, wie ich die umbaue. Jetzt auch noch rauskriegen, wo man die baut. Ich denke mal, die werden ja wohl hier sein. Da sind sie. Pilzauswuchs. Ach, herrje. Das würde bedeuten, ich muss in die Gasabteilung. Oh, die packen wir erstmal hier rein. Wenn sie vergammeln, vergammeln sie. Wenn nicht, ist auch gut. Und dafür, dass wir so lange die Fackel in der Hand hatten, hat sie gut mitgemacht. Nur wird langsam der Platz knapp. So. Na, dann bauen wir jetzt erstmal weiter. Dann müssen wir gucken, dass wir morgen weiter, beziehungsweise in der nächsten Folge dann weiter mit dem Dings machen. So, haben wieder die Platten drauf und dann haben wir wieder ein Stück größer, wie sich das hier hört. Schick. Jetzt hoffen, dass die Gasteile in die richtige Richtung. Oh. Natürlich nicht. Oh, die bleiben aber hier oben, so wie es aussieht. Nur ich nicht. Oh wei. Ah, hat gepasst. Ha!
Also das letzte Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich auch das ganze Plateau hier oben eingenommen. Wie gesagt, Platz brauchen wir ja noch. Da wir ja hier noch einen Turm bauen wollen. Den hin und her rutschen. Dann brauchen wir den Garten noch. Also einiges wird es noch werden. Ob ich möchte oder nicht. Hier muss ein Dings drunter. Ah, jetzt. Oh, dann bräuchte ich bald auch etwas, wo ich hochklettern kann. Es sei denn... Ja... Oder? Wartet mal. Das würde hier drüben nicht funktionieren. Aber hier könnte es funktionieren. Wenn ich die ganze Dings einsacken, also runtersetze. Pass auf, damit ihr seht, was ich meine. So? Ach, Mensch. Wenn man schon mal was zeigen möchte. Sonst verballern wir nämlich zu viel Baumaterial. Das war sagen, ja, so. Ich weiß nicht, wie weit ging es hier noch? Ja, sieht gut aus. Dass wir hier eine tiefere Ebene machen. Das habe ich das letzte Mal gemacht mit dem Garten. Den habe ich in so eine Senke reingesetzt. Da habe ich Treppen rangebaut und eine Senke dran gesetzt, damit die Pflanzen nicht wegkullern konnten. Ja, werden wir diesmal wieder so machen, höchstwahrscheinlich. Erstmal gucken, wie es läuft. Dann können wir ja jetzt auch die roten mit wegnehmen. Das, was ich leider nicht weiß, ist, ob es mittlerweile schon eine dritte Stufe gibt vom Werkzeug. Da habe ich mich leider noch nicht erkundigt. Aber interessieren wird es mich schon. Vielleicht weiß ja jemand von euch eine Antwort. Es noch eine dritte verbesserte, also eine zweite verbesserte Stufe gibt von dem Werkzeug. Die erste, dann gibt es ja die erste verbesserte, die ich jetzt habe. Und ob es davon dann noch eine Version gibt. Ich weiß, dass man das Werkzeug selber verbessern kann. Dafür braucht man Schmiede, Amboss, eins von diesen beiden, so hießen die hier. Aber ob, wie gesagt, ob es noch eine zweite Stufe gibt. Das weiß ich leider nicht.
Ist irgendwo noch was? Ach, hier? Stein? Nee, alles okay. Das war's. Na bitte. Form nimmt es an. Wenn ihr übrigens irgendwelche Vorschläge habt, was man noch ändern könnte. Immer her damit. Ich versuche das umzusetzen. Nanu. Wollte ich gar nicht. Habe ich jetzt eigentlich 8? Ja. Das war schon wieder mit dem Holz, wa? Ach, hier liegt noch einer. Ups. Sind jetzt unterschiedlich. Sind jetzt 3 ungerade? Wäre schön, wenn da irgendwo einer hängen würde. Dass das gerade wäre. Gerade Zahl. Aber so wie es aussieht, tut uns jemand den Gefallen. Ja, auch nicht. Im Gras hängt auch keiner mehr. Nee. Na gut, können wir nicht ändern. Müssen wir halt ungerade. Müssen wir woanders noch Holz holen. Oh, sind die hier unten schon wieder da? Nee, die haben wir noch weggefällt. Ja, dann stehen glaube ich... Ach, Schatten. Stehen glaube ich hier hinten noch welche. Ja, da. Kloppen wir die um. Hier steht der erste. Vier Stück? Das ist aber schwach. Da geben die Pusteblumen mehr. Ich glaube, das hatten wir schon mal, ja. So, die Reihe noch. Dann haben wir es ja bald geschafft. Dann geht es an die Pilze, die dann in Steine verarbeiten. Dann geht's ans Türmchen bauen. Sag mal, wird das schon wieder dunkel? Haben wir jetzt schon wieder so lange gespielt? Die Zeit vergeht. Mal gucken. 16:41 tatsächlich. Wird langsam wieder dunkel. Da fällt mir immer wieder Paulchen Panther ein. Wer hat an der Uhr gedreht? Da rennt's.
Ach, hier unten liegt noch genug Holz. Schon wieder. Tasche voll. So, dann haben wir die untere Stelle fertig. Und da holen wir das restliche Holz. Aber ich glaube, hier müssen wir was ändern. Ich habe das bestimmt auch gerade gesehen, ne? Das sieht ja sowas von verboten aus. Hä? Ach, mal gucken mal an, so eine Art Fernglas. Ja, den müssen wir so lassen. Ah, ich glaube, ja, stimmt, das Essen braucht mir noch. So. Das fehlende Holz. Noch was? Einer. Wie viel haben wir jetzt? Sechse? Das könnte sogar schon gewesen sein. Nicht hier oben noch was? Hinterm Dings. Auf dem Blatt. Ja, leider muss man überall gucken. Weil das Holz überall hängen bleibt. Hi Bienchens. So, na gut. Autsch. Kein Holz mehr da, dann lagern wir es ein. So, dann müssen wir mal gucken, wie groß wir das machen und die Platten verteilen. Ich meine, verteilen kommen ja auch eine ganze Menge. Ist doch nicht wahr, immer in der Mitte. Kloppen wir noch ein bisschen Gras weg. Ist hier nicht gerade eins irgendwo hingefallen? Klar, da ist es. Mal hier. Schluck, schluck. Ah, nur wissen wir, dass es abends ist. Die Glühpopos sind wieder da.
Ah, hier sehe ich auch noch ein Holzteil. Haben wir doch eins übersehen gehabt. Oh, wir haben schon 20 Uhr, das ist ja schon wieder. Die Schrift ist grün. Dann sammeln wir das noch schnell ein, bevor es verschwindet, und dann schnell wieder zurück. Oh, Hunger hat er auch. Aber darum kümmern wir uns jetzt nicht, weil wenn wir jetzt was essen, ist es morgen früh trotzdem wieder weg. So. Ach, jetzt habe ich anstatt die Spinnenseite. Naja, ist egal. So. Ja, dann würde ich sagen, war's das für heute wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Wir sehen uns.